Ja, liebe Freunde, willkommen zu den Game News. Heute haben wir wieder drei fantastische Themen für euch vorbereitet. Need for Speed Online-Zwang. FIFA 16 enthält Frauenmannschaften. Und Lego Jurassic World. Lego Jurassic World. Am 12. Juni erscheint der Klötzchenspaß mit den Urechsen für alle gängigen Plattformen. Natürlich basiert Lego Jurassic World auf dem gleichnamigen Film, der bald in den Kinos kommt und der vierte Teil der Jurassic Park Reihe ist. Ich hab mich eingeschissen vor Freude. Geil! Dino-Kot! Ich rieche Dino-Kaka! Aber, liebe Freunde, auch die Geschichten der ersten drei Teile sollen spielbar sein. Und das ist ein Grund für mich, mir dieses Lego-Spiel zuzulegen, weil die Lego-Spiele auch echt lustig sind. Also, ich finde die Lego-Spiele lustig. Die sind super gemacht. Ich finde die lustig, ja. Lustig. Lustig. The time has come. Alle Jahre wieder ist es soweit, EA, heute nur EA komischerweise, beschert uns einen neuen FIFA-Teil. FIFA 16 wird eine Neuerungenschaft beinhalten, die zuvor in keinem anderen FIFA-Teil beinhaltet war. Die Rede ist von Frauenmannschaften. Ja, der Damenfußball ist auf dem Vormarsch, wie an dem neuesten Trailer von FIFA 16 erkennbar ist. Insgesamt 12 Frauennationalmannschaften sollen im neuen FIFA-Teil zu spielen sein, darunter Dänemark, Deutschland, Brasilien und so weiter. Aber gerade der derzeitig amtierende Weltmeister Japan ist nicht dabei. Was sich EA wohl dabei gedacht hat, was auch immer. Frauenfußball jetzt auch in FIFA, was haltet ihr davon? Eure Meinung natürlich unten in die Kommentare. Die kann man übrigens nicht halbnackt spielen, ne? Schade. Schmeckt das Nutella-Brot? Mhm. Kuchen. Danke. Seite. Need for Speed. Wenn ihr keine Online-Verbindung zu Hause habt, wie zum Beispiel PlayStation Plus oder Xbox Gold, wird euer Rennspielspaß auf der Strecke bleiben. EA bestätigte, dass in dem neuen Rennspiel der Need for Speed-Reihe zwingend eine Online-Verbindung nötig ist. Allerdings soll dieser neue Teil einige Features beinhalten, die das wieder ins Gleichgewicht rücken sollen. Was genau diese Features sein sollen, hat EA natürlich nicht bekannt gegeben. Gleichzeitig wurden aus dem offiziellen Xbox Store einige Details geleakt. Demnach soll das Spiel am 3. November erscheinen und 5 einzigartige Rennmodis beinhalten. Die da wären Speed, Style, Build, Crew und Outlaw. Leider sind diese Details noch nicht bestätigt. Und jetzt ist eure Meinung wieder gefragt, was haltet ihr von diesem Online-Zwang in Spielen? Und jetzt wieder eine Ankündigung in eigener Sache. Nächste Woche werden wir euch live auf Twitch 24 Stunden auf ja, live begnügen mit den Games, mit den heißesten Scheiß aus unserer Gaming-Abteilung. Horror, Adventure, Shooter, bam, 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 schlapp, schlapp, alles was es gibt. Craft, craft. Der genaue Termin, den Twitch-Link und die Spiele, die wir spielen, das alles und mehr Infos bekommt ihr natürlich auf unserer Facebook- und Twitter-Seite unten in der Videobeschreibung. Jawohl, aber natürlich wollen wir was spielen, was euch unterhält und deswegen könnt ihr uns Vorschläge oder ihr müsst uns sogar Vorschläge liefern. Sonst spielen wir nicht. Sonst spielen wir nicht. Was ihr sehen wollt, das kann ein Horrorspiel sein, alles was ihr sehen wollt, einfach in die Kommentare. Wir freuen uns auf eure Vorschläge. Sag jetzt nicht, wir freuen uns da wirklich drauf. 24 Stunden. Hammer. Tschüss. Wir verabschieden uns jetzt. Liebe Freunde, wir verabschieden gerade den Nick, der ist jetzt weg und wir verabschieden euch an dieser Stelle auch. Ja. Das ist das. Big Bicep. Big Bicep. Abo. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen oder auch ein Abo da. Ja. Hanzo und ich wünschen euch ja, ein frohes Fest. Tschüss. Das war 2 von 3. Ja. Komm her.
Mit der hat er wieder so richtig nicht gerechnet, ne? Scheiße, ja, Junge, nicht, dass ich dachte, was macht er jetzt da? Ja. Ja, ist gutes Training. Ich kann jetzt besser atmen, habe ich das Gefühl. Auf welchen Knopf muss ich drücken? Auf den hier? Auf den da hinten. Tschüss. Tschüss.